Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point und wir werden uns PHB-2 anschauen. Eine Basis, die wir ja gekauft haben, aber wo schon böse Aliens drin sitzen. Und die werden wir jetzt mal platt machen. Die Crew ist ausgerüstet mit Standardkrams. Ich flitsch hier mal gerade durch, aber keine Überraschungen. Das ist wieder unser Stealth-Team. Und, ja gut, dadurch, dass wir jetzt hier diese fetten Sniper auch mit bei haben, kriegen die auch alles platt. Wir haben die hier natürlich keine Laser mit bei. Die Imba-Waffen sind hier nicht mit bei. Aber, ich bin da recht zuversichtlich, dass das ziemlich easy wird. Wahrscheinlich haben wir wieder eine ganz... Ne, Moment, wir müssen das ja erledigen. Und ich glaube, die schlagen jetzt Dinge kaputt. Das könnte vielleicht ein bisschen unangenehm werden. Mal gucken. So. Genau, wir sind jetzt hier angelandet und wir müssen da rein und alles platt schießen. Okay. Das Gute ist aber ja hier, dass wir wirklich mit einer Stealth-Gruppe unterwegs sind. Hier könnten theoretisch auch welche sein. Wenn wir um die Ecke laufen, dann wären wir auch sofort sichtbar. Beschützte Schlüsseleinrichtungen 37%. I'll be there. Das ist ja schon sehr kaputt. Ich weiß nicht, ab welchem Moment die dann fehlgeschlagen wäre. Let's rock. Vielleicht kann das auch da gar nicht viel schlagen. Advancing. Like the wind. Machen wir mal Overwatch hier rein. Werde ich mich wahrscheinlich hier gegenseitig anschießen. Die anderen lasse ich mal. Oh, der war dahinter. Ja, das ist eine Ebene da drüber, da komme ich überhaupt nicht hin. Noch einer. Ja, 16%. Das heißt, er schlägt das hier noch kaputt und dann ist vorbei. Naja, okay. Dann werden wir da wahrscheinlich aber auch so oder so nichts machen können. Und wir müssen hier einfach nur die Gegner umpusten. Das ist jetzt eine kleine Sniper. Let's just get this over with. Ah, der hat fast keine Willenskraft, okay. Das Bein ist weg.
Ja, der kann aber jetzt eh nur einmal schießen. Ready to go to work. Ready, willing and able. Na, den kann man quasi nicht erwischen. Okay, also wir können hier hingehen, dann die Turret werfen. This'll help. Und dann overwatchen. Ah, der kann schießen. Ah, sehr schön. Okay. Taking point. Ja, und hier ist es natürlich jetzt so eine Sache. Da werden wir nicht hinkommen. Oder zumindest nicht, um irgendwas zu retten. Aha. Der ist unten. Ah, okay. Zurückschießen, aber da sind wir im Moment noch sehr weit entfernt. Und verwirrt. Naja, okay. Running. Let's go. Okay, du kannst auch da rein overwatchen. Aber die werden mir jetzt noch das letzte Ding kaputt machen. Ja, der ist ein bisschen kaputt. Nein! Das war schon böse, aber... Aha. Ja, 10% ist noch. Okay. Kannst du irgendwas angreifen? Das ist, glaube ich, besser. So. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir die mit dem kann ich anscheinend. Naja, das kann man hier so ziemlich vergessen. Wir müssten
den da oben erledigen, aber... Aber er ist halt leider nicht sichtbar. Let's do this. Na gut, dann stellen wir hier noch eine Attrappe auf. Der kann gleich verschwinden. Der muss jetzt aber mal schauen. Der eine schießt ja zurück. Und der hier hat auch zurückschießen. Das wäre also in beiden Fällen nicht so super clever. Machen wir so. Dann schießen wir von hier. Dann sollte der nicht zurückschießen, weil ich zu weit weg bin. Und dann werden wir aber hier verschwinden. Okay, das hätte der theoretisch sich auch noch mit bewegen können. Ich glaube, das wird aber nicht funktionieren. Das sieht nicht so gut aus. Okay. Der hat 10 Willenskraft. Das reicht vermutlich, um beide direkt zu erschießen. Guck mal, wenn minimal was fehlen sollte, kann ich auch noch den Buff verwenden. Aber das sieht gut aus. Das heißt, jetzt lebt nur noch der eine Typ da oben. Hold in position. I'm getting there. I'll try to stop them. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass der mir irgendwie entgegenkommen wird. Moving. Got you covered. Ja, das Meisterschützen hier. Da habe ich ja meine Waffe kaputt geschossen. Ne, ich habe seine Waffe kaputt geschossen. Piranha, ich dachte, das wäre... Okay, da ist auch noch einer. Das war die Attrappe. Ja, Piranha, ich dachte, dass das hier die wäre. Wie heißt denn die? Gorgonenauge, okay. Na gut. Dann fangen wir hier mal an. Das war super. Aiming. Success. Fump, fump, fump. Wie kann man denn da daneben schießen? Der andere ist da hinten. Okay, gucken wir erstmal, wie wir was mit denen machen können, weil die ja jetzt auch eher mal nur beschränkt Optionen haben. On my way. Alter Falter, wie kann man... Vielleicht ist auch die Grafik von dem ein bisschen falsch. Dass der gar nicht da ist, wo er angezeigt wird. Der kann nicht schießen. Er könnte vielleicht mit der Pistole hier schießen. Das bringt aber nicht viel. Also, okay, und dann gucken wir mal, ob wir den hinten noch irgendwie erreichen können. Mm.
Kann sowieso jetzt nur einmal schießen. Wir können aber noch diese Fähigkeit benutzen. Gibt es ja sowieso noch den? Und das waren sie auch alle. Das ging in der Tat sehr schnell. Dann machen wir die andere Basis auch gleich noch. Und damit haben wir nochmal jemanden auf die Maximalstufe gebracht. Und dann müssen wir die Basis natürlich jetzt ein klein wenig ausbauen. Ich wollte halt einfach überall nur das Radar-Dingen und dieses Nebelabwehr-Dingen erstmal reinbauen. Und dann kann man immer noch gucken. Eventuell finden wir natürlich jetzt auch noch einen Hive. Wahrscheinlich eher nicht, aber Basis ist nun betriebsbereit. Ja. Okay. Acht. Das ist PHB 2. Wieso wird denn da? Falls ich die ja gefunden habe. PHB 2 ist das hier, okay. Bin etwas irritiert, was dieser. Ach so, weil die Leute da gerade sind. Ja, okay. Dann gucken wir mal, da müssen wir Satelliten reparieren. Jawohl. Der muss auch repariert werden. Das Lager lassen wir erstmal so und dann bauen wir noch diese Nebelabwehranlage. Und dann ist das hier auch erstmal erledigt. Wobei das Lager, da haben wir so viel. Das kann abgerissen werden. Das bringt ja auch nichts, aber es kann trotzdem abgerissen werden, weil das kriegen wir niemals voll. Okay. Das wäre also erledigt. Und damit können die auch nach Hause fliegen, denn die haben jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Ja. Helios 5 und den anderen wieder finden und Helios 6, den können wir noch gerade steigern. Ja, das ist ein Sniper und der kann rein theoretisch seine Sniper-Rifle nochmal verbessern, kostet 4 Willenskraftpunkte. Schlussendlich werde ich das schon machen, aber ich glaube, da macht es erstmal Sinn. Der war wahrscheinlich derjenige, der sowieso nur diese 3 Punkte hatte. Ich glaube, ich muss erstmal hier ein bisschen Willenskraft nachsteigern. Und dann muss man hier auch erstmal wieder alle entkleiden. Das mache ich aber gleich nach einem Schnitt. Also die fliegen jetzt hier runter. Das war 6 und 5. Die werde ich dann mal gerade alle entkleiden und den ganzen Kram dann denen geben. Aber das können wir jetzt auch noch gerade weitermachen, bis die da sind. In 3 Stunden haben wir Kanada. Genau, die sind jetzt da. Wo ist denn der andere Flieger, der hier handeln soll? Ach, da ist der. Jo, die müssten jetzt ausgerüstet werden und dann machen wir die PHB 1. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder, alle ausgerüstet und es kann losgehen. Ja, wir haben ja jetzt hier diese Zusatzleute drin. Die kommen natürlich jetzt nicht in die Mission und werden auch nicht ausgerüstet.
Also sie können auch nicht, weil wir nur 8 Leute insgesamt mitnehmen können hier. Also wir haben jetzt wieder mehr oder weniger Standard. Nichts Spezielles, außer dass ich denen wieder die Granaten gegeben habe. Für den Fall. Und das war's. Und dann werden wir mal diese Basis auch noch retten. Atron-Schilde sind mit herkömmlichen Schusswaffen kaum zu durchdringen. Naja. Oder den Arm wegschießen. Na komm. So, hier fliegt auch nichts an. Ja, beim letzten Mal waren dann hinter uns ganz viele Leute. Die haben aber auch nichts getan. Sollen wir vielleicht die grundsätzlich ignorieren? Klingt ja nach einer Option. Kann bis da laufen. Ich laufe erstmal ein Stück, vielleicht sehen wir ja irgendwen. Nö. Let's show 'em what we can do. Aber dann gucke ich mal. Eventuell sind dann hinter mir Leute. Dann versuche ich das einfach abzudecken. Da könnten natürlich von der anderen Seite auch welche kommen oder von hier. Wenn möglich, will ich aber was von der Basis retten. Ja, der wird... Na gut, der könnte natürlich mit der Betäubungspistole schießen. Ready, willing and able. Ah, da ist jemand. Mhm. Splotch. Das nutzt hier natürlich jetzt auch nichts. Ja, der könnte jetzt wem anders die beiden Punkte geben, aber ich mach mal das so. Gucken wir einfach mal. Jawohl. Die machen meine Stadt kaputt. Sehr schön. Autsch. Wundert mich aber etwas, dass der noch schießen konnte. Der hatte sich ja bewegt. Oh, der ist aber direkt wieder sichtbar geworden. Der muss sich eigentlich heilen. Kann der den überhaupt? Doch, kann er. Der wird von wem anders geheilt dann. Bams. Mehr Willenskraft hat er nicht. Watch this. Ja, das kann auch wer anders machen. Der läuft jetzt hier weiter. Target located. Okay. Das ist aber ein reiner Nahkämpfer.
Jetzt kann ich natürlich hiermit nicht mehr schießen. Das hätte ich anders machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den Typen heilen. Feldheiler. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das hier ist besser. Na. Ready. Flump. Und der andere auch noch. Ah, der hat schon ganz schön ganz schön Hitpoints. What a kill. Okay, dann gehen wir mal weiter. Also hier oben, da scheint irgendwo einer zu sein. Ah, da kann ich schon jemanden riechen. Aber den hier seltsamerweise noch nicht. Na gut. Moving to coordinates. Moving it. Aha. Naja, gut, aber. Here comes the Phoenix. Okay. Watch this. Aber der ist leider hiermit nicht zu treffen. Doch. Da. Naja, das ist wahrscheinlich ein bisschen eng da gewesen. Okay. Laufen wir jedenfalls mal weiter hier in den Raum. Der hat ja jetzt auch schon geballert. Guess it's my turn. Ja, Angst brauche ich da eigentlich keine haben. Let's show them what we can do. So. Ja, und Overwatch kann der hier mal machen. Die anderen brauchen es eigentlich nicht. Na okay, da komm da. Na. Okay, der ist nicht durch die Panzerung wirklich durchgekommen. Der hat mal einen fast toten Sniper anvisiert. Oh. Ja gut, aber das macht mir jetzt auch keine Angst. Fangen wir mal mit dem an. Der könnte... Nee. Der muss schon hier hin. Das ist fast nicht zu treffen, aber easy zu treffen mit den Typen. Oder die springen einfach dahin. Ah,
das geht hier auch nicht. Executing? Ne, das passt nicht. Okay, dann müssen wir eventuell diese Deckung erstmal wegschießen. Ich schieße dahin. Das hat gar nichts gebracht, okay. Okay, dann fangen wir hier an. Den können wir einfach betäuben. Haben wir da auch mal wieder jemanden betäubt. Der ist weg. 32-30. Das können wir mit dem aber nicht machen, oder? Doch. Ne, der hat nur 1 Willenskraft. Das geht trotzdem. Es sei denn, der schießt zurück. Da sollte ich vielleicht vorher mal gucken. Tierschatten. Ah ja, hinterlasse beim Tod einen verdorbenen, veränderlichen Mutanschatten. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wenn ich den aber einfach nur betäube, können wir das ja vielleicht verhindern. Wo denn? Okay. Na, da habe ich jetzt, kann ich jetzt leider keine Rücksicht drauf nehmen. Die beiden. Ne, wir machen einfach einen normalen Angriff hier. Und dann haben wir den und der kann hier Fähnchen geben. Und dann kann der noch zweimal schlagen. Und jetzt ist der bei 31, das heißt, er ist platt. Ready for action. Mhm. Moving in. So. Und du? Watch this. Der kann den auch nicht erreichen. Der hat zwar das, aber das wird halt nicht funktionieren. Aha. Das geht aber trotzdem nicht. Na, das machen wir aber. Können wir zumindest in der nächsten Runde dahin schießen. Okay. Here I am. Let's do this. Und dann haben wir noch den einen Typen da hinten. Ready. Der kann den auch eher theoretisch treffen. Nee. Okay. Der kann auch noch gucken, dass er den interruptet. Und das war's. Ja. Sauber. Mhm. War jetzt auch nicht super beeindruckend.
Okay, den sollten wir auf jeden Fall jetzt nochmal bearbeiten, damit der nicht auftaut. Und dadurch, dass wir jetzt wahrscheinlich mit dem eh nichts machen können, oder? Ne, der kommt nicht zu dem hin. Das heißt, den können wir jetzt noch... Wobei, wir könnten dem ja Punkte geben. Machen wir das. Dann kann der dem geben. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt damit macht. Willenskraft hat er genug. Der kann zur Not auch nochmal schreien. On the mark. Jo. So. Kann der irgendwie noch... Der könnte ja auch noch mal Punkte geben. Der könnte auch selber dahin laufen. Aber das ist wahrscheinlich nicht so gut, als wenn wir den... Ne, der kommt nicht so weit. Oh, der ist... Okay. Ja, der ist doch optimal. So. Regroup. I've got this. See you in the next life. Okay, und da sind anscheinend noch irgendwo Gegner. Sehen tue ich jetzt hier niemanden. Das heißt, dass ich den hier aber auch nochmal nachbetäuben muss. I'm on the move. Here. Naja, mit großer Wahrscheinlichkeit wird er hier sein. Standing by. Oder... Aber dann hätte der eigentlich schon angegriffen. Laufen wir da halt auch mal rüber. Oder ganz hinten und der irgendwie hat er seinen Einsatz verpasst. Running. No choice but to keep going. Wo führt denn das hin? Okay, der kann aber mal dahin overwatchen. Nothing's getting past me. Aha. Okay, das müsste der hier aber ja sehen können. Tut er aber nicht. Let's show him what we can do. Wie weit reicht... Oh, das reicht überhaupt nicht. Ach, der kann hier rüber hoch. Okay. Mhm.
Kann der den jetzt erreichen? Gerade so nicht. Das heißt, der muss dahin. Jetzt hat er 3 Schuss. Das war ja schon mal ein super erster Schuss. Okay. Phew, das ging auch fix, easy, Säubere vom Befall. Dum, dum, dum. So, und als nächstes kann die Gruppe... Ne, Moment, das war jetzt die... Die kann eigentlich wieder zurückfliegen, denn da ist, glaube ich, gar nichts. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Basis hier auch bereit machen. Reparatureinrichtung. Satellitenverbindung. Jawohl. Die Fabrikanlage. Wenn wir die hier schon haben, dann sollten wir die auch reparieren. Stromgenerator, die Satellitenverbindung und dann brauchen wir halt noch dieses Nebeldings und da haben wir jetzt zu wenig Material für und dafür müssen wir irgendwas verschrotten. Schauen wir nochmal, was wir hier so Schönes haben, was wir nicht brauchen. Erlöse, ja, da können wir eines von wegmachen. Ich glaube, die müssten wir erst noch auseinandernehmen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich kann man die auch einfach so zerlegen. Was haben wir denn sonst noch? Irgendwas der Unabhängigen vielleicht? Flammenwerfer von Neu-Jericho. Das kann die wirklich auf jeden Fall nicht verwenden. Das kann auch weg. Wir brauchten 80, ja, die haben wir doch. Okay. Dann bauen wir die Nebelanlage. Abwehranlage. Und dann hätten wir das auch erledigt. So, was sollten wir jetzt mit dem Team machen? Wir haben hier in der Gegend nichts mehr. Das heißt, die können erst mal wieder nach Hause fliegen und was ich hier aber erst noch machen werde, ist die Typen wegpacken. Die werden da jetzt einfach nur abgammeln. Will ich jetzt nicht, nicht rauswerfen aus meiner Crew, aber... Die will ich jetzt auch nicht die ganze Zeit immer mit den anderen dabei haben. Das bringt natürlich überhaupt gar nichts, sie da zu stationieren. Aber ich sehe jetzt auch erstmal nicht, wie ich die brauchen sollte. Na, ich könnte die halt mit... Na, okay. Machen wir das doch anders. Bringen wir die nach Hause. Aber dann komme ich da durcheinander. Das ist auch doof. Oder ich werfe die einfach raus. Nee, nehmen wir die mit. Jetzt muss ich die wiederfinden. PHB. Dann einen Helios, dann noch einen anderen Helios. Okay. Also, dann fliegen wir hier mit denen mal zurück. Helios 5. Den anderen muss ich jetzt erstmal wiederfinden. 7. Und 8. Fliegen nach Hause, werden da Regen. Okay. Zwei Stunden ist da der Angriff. Research complete.
Virophage Waffen. Wir haben Pläne und funktionsfähige Prototypen für eine neue Reihe an virophagenbasierten Waffen entwickelt, die ausschließlich Lebensformenschaden zufügen, die das Pandora-Virus in sich tragen. Dies betrifft auch solche, die sich einer kontrollierten Mutation unterzogen haben, wie zum Beispiel die Jünger von Anu. Nach umfangreichen Tests können die Waffen nun in Serienproduktion übergehen. Das ist aber natürlich sehr blöd, wenn man dann auf Menschen trifft und denen keinen Schaden zufügen kann. Die Arbeit mit dem antidiluvianischen Virophagen war eine Herausforderung. Als Waffe ist er beinahe genauso gefährlich wie das Pandora-Virus und unter jedem anderen Umstand wäre die einzig richtige Antwort, ihn unverzüglich zu vernichten. Jede größere Anwendung birgt das Risiko einer potenziellen Auslöschung. Also, was ist denn das? Ein Scharfschützengewehr. Gungir SR2. Und eine Granate. Ja, die müsste ich jetzt mal vergleichen mit der, die ich da hab. Aber wahrscheinlich wird die nicht besser sein. Okay. Wir haben aber jetzt keinen. Doch, das andere gehört auch noch dazu mit der Forschung. Okay. So, Moment, dann gucke ich mal gerade in meine Liste rein, falls ich mir die andere Waffe überhaupt noch aufgeschrieben hatte. Sniper, das ist, glaube ich, Skorpion gewesen, oder? Ja, genau. Ja, kann man ja hier sehen. Schaden 180, 110. Der hat halt noch dieses Virophage 80 dazu. Der hat dafür 80 Panzerbrechen dazu. Der hat mehr Reichweite und wahrscheinlich dadurch eine höhere Genauigkeit. Und Aktionspunkte sind gleich. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn, das Teil zu bauen, wenn man das hier hat. So, ich müsste aber jetzt noch die Armbrust bauen, wenn ich die wiederfinde. Ich glaube, da fehlen mir noch 5 oder so hiervon. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen. Was habe ich denn sonst noch hier jetzt entdeckt, was da dieses Ausrufezeichen generiert? Die Granate, ja, die könnte noch eventuell sinnvoll sein. Komm, bauen wir da mal eine. Oh, wir haben 5. Ja, bauen wir da trotzdem mal eine von. Aus Spaß. So. Und dann haben wir hier. Zip. Waffen. Dann sollten wir beim nächsten Mal aber vielleicht diese Forschung fertig bekommen. Die nächste. Nee, das dauert 12 Stunden. Das dauert zu lang. Also das ist zu lang, das kriegen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht durch. Dann werden wir beim nächsten Mal hier diese Abwehr durchführen. Und dann fliegen wir nach da oben. Im Moment ist die Welt aber wirklich sehr friedlich. Es wurde ja auch schon seit einer ganzen Weile keine Basis mehr angegriffen. Wir haben hier auch noch ein Teil, was wir abbauen müssen. Wenn die hier wieder gereckt sind, dann könnten die dahin fliegen. Ja. Okay, ja, also beim nächsten Mal, also muss ich jetzt erstmal wieder die Ausrüstung hin und her räumen. Das ist so auch, ich meine, ihr merkt das ja jetzt so nicht, aber das ist so ein Zeitaufwand, jedes Mal das Equipment hin und her zu räumen, das ist schon ein bisschen, ja, müßig. Na gut, also beim nächsten Mal werden wir hier diese Basis verteidigen, was wahrscheinlich auch wieder recht schnell gehen dürfte. Und eventuell fliegen wir dann auch direkt rüber zu dem Dingen und machen Projekt Gaia. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Also neue Folgen immer samstags und sonntags.
gerne abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.